Oh, jetzt haben wir den Hintergrund von Kapitel 6 hier. Das ist interessant. Das ist ein sehr schöner Ort. Irgendeine Brücke, ein Baum. Es ist interessant. Das gefällt mir, der Ort. Ich bin gespannt, wo das ist. Ich denke mal, da werden wir demnächst irgendwann hinkommen. Sieht ziemlich cool aus dort irgendwie. Es ist ja auch kalt. Hahaha, witzig. Okay, damit begrüße ich euch zur neuen Folge von Xenoblade Chronicles 2. Ich bin gespannt, was heute so abgeht, aber wir wollten ja, glaube ich, mit dem Schiff fliegen. Oder fahren, wie auch immer. Was geht ab, Runatio? So. Okay. Ja, Fanda Noor im letzten Part war ihr Begräbnis. Sie ist ja durch Jins Hand gestorben. Und mal gucken, was hier passiert. Auf dem Platz. Tensions seem high. From what I gather, it seems an official summit is to be held between Mor Ardain and Uriah. A summit? You mean about the recent Penship? But I thought... Didn't Praetor Amalthus get him to stop and sort it all out? Perhaps there are some discussions they would prefer Indol not to be privy to. Besides, Uriah doesn't like to associate too closely with Indol. They'd hate to be seen as acquiescing to the Praetor's will. Got to keep up appearances, you know. Acquiescing? You what? Like letting him tell them what's what. For such a spanner, you sure use some big words. How come? Stop calling me that! Buzz off, kitty nomates! Anyway. This summit would explain why Morag isn't around. Indeed. She has much to attend to. Shared sovereignty over Gormut. Yes. I don't think anything less would be sufficient to placate them. The Senate would never approve it. I can overrule them by decree. Of course, I would need to secure Senator Roderick's cooperation. Imperial decree? If it's come to that, well then I cannot dissent. I cannot help but admire your courage, Your Majesty. That means a lot, coming from you. Acting Chairman Nira Nira. Sorry for intrude. Is emergency, so Nira Nira take liberty of drop by unannounced. You certainly look troubled, Chairman. So, what is this emergency you speak of? Well... Okay, das ist interessant. Wovon redet der Typ? Was geht ab? Mordain und Uriah endlich Friedensgespräche aufgenommen haben. Okay, das ist relativ interessant. Die Frage ist, sind es wirklich Friedensgespräche oder sind es irgendwelche anderen Gespräche? Wer weiß. Wer weiß. Okay. Egal. Interessant auf jeden Fall. Ich hoffe, wir bekommen dann noch ein bisschen mehr Informationen dazu, was jetzt gerade da besprochen wird zwischen dem Noppern und Morag und dem Kaiser. Ich weiß den Namen von dem Kaiser noch nicht ganz. So, wo sind die Quests da? Sniffy. Nee, Sniffy. Was ist los? Freund riecht ja nach Stärke. Freund muss wirklich stark sein. Hä? Entschuldigung, Sniffyfi sollte nicht Freunde beschnüffeln, ohne vorher Hallo zu sagen. Sniffyfi hat sehr gute Nase, hat noch nie Schnüffelfehler gemacht. Und Nase von Sniffyfi hat auch gesagt, dass Sniffyfi Laden in Temperenzia öffnen sollte. Ruhig, nicht schlecht. Bisher hat dort aber noch niemand Laden, deshalb kennt Sniffyfi keine sicheren Reiserouten. Sniffyfi muss Weg finden, um Sicherheit von Gruppe zu garantieren. Deshalb schnüffelt Sniffyfi herum, um starke Personen als Leibwache zu finden. Okay. Interessant. Gut, was soll man tun? Panoramahügel. Alles klar. Ein neuer Horizont. Ja, ich mache jetzt aber keine Side-Quests erstmal. Ich will jetzt nur ein paar. Also ich will jetzt erstmal die Hauptquest noch vorantreiben in dem Part heute.
So, we can make our way to Tantal from here. I assume the Praetor has a ship waiting for us. Hey, Shalad. What? Are we really gonna just leave Morag behind? Who's leaving anyone? She's got her own priorities, you know? Yeah, but still. Anyway, her schedule is filled with official duties right now. For sure. It's just a bit of a shame is all. You know, since we came all this way together. I guess I know how you feel, chum. Huh? Speak of the devil. Banners going for the summit. On top of everything, an assassination attempt. If blood gets spilled at the summit, it'll mean war. War's good for business, after all. I guess he wants to use that to get himself back in with the guild. Why, that little? I was wondering where he'd slunk off to. What a sneaky git. It seems acting chairman Nira wishes to take care of this incident covertly, to avoid it reflecting badly upon the guild. So you came to us? If we mobilize the army, the whole thing will become public. Oh, I get it. So we're a more convenient solution. I'm not forcing you. If you refuse, Bridget and I will do what we can alone. Ah, come off it, lady! You wouldn't even think of dragging us into this, if you thought you could handle it on your own. I suppose not. You know Banna as well as I. There's no telling what he might be plotting. According to Acting Chairman Nira, several giant weapons were being built at the factory where we last saw him. And one of them is currently unaccounted for. Giant weapons? Got it. Besides, you know, we've got our own score to settle with him. Thank you. It will be easier to focus on my duties knowing you are on the case. Good luck. Leave it to us. Banners Verschwörung. Okay. Ja, alternative Mission festlegen, meinetwegen. Was soll ich mit einem reden oder was? Um mehr Informationen zu bekommen, das war der falsche Knopf. Boah, da ist das alles voll mit Ausrufezeichen. Ich will mal kurz das Missionsbuch gucken, was da jetzt steht. Höre dich in Indol um und versuche mehr über den geplanten Mordanschlag herauszufinden. Okay, als ob die Bevölkerung irgendwas dazu weiß. Naja, meinetwegen, Nasja. Guten Tag. Ist dir irgendwas Verdächtiges aufgefallen in Bezug auf das große Gipfeltreffen, meine ich? Ja, schon. Da waren neulich diese komischen Vogelwesen. Es waren keine Noppon. Sie waren etwas größer und wirklich sehr, sehr vogelartig. Okay. Ich habe schon mal Bilder von ihnen gesehen in einem Bilderbuch, aber ich weiß nicht mehr, wie sie heißen. Meinst du Trutans? Stimmt, so hießen die Trutans. Danke, ich habe mir die ganze Zeit den Kopf drüber zerbrochen, wie die heißen. Jetzt frage ich mich nur noch, was diese Trutans vorher hier bei uns wollten. Danke. Das ist interessant. Ich dachte etwas ganz anderes, aber das wäre jetzt dumm, das auszusprechen. Vergesst es einfach. So, sag mal, ist dir irgendwas Verdächtiges aufgefallen in dem ganzen Treiben um das Gipfeltreffen? Ja, mir ist in der Tat etwas aufgefallen. Ha, das klingt nach etwas, das den Seekinator interessieren könnte. Was meinst du, Pandoria? Da gebe ich dir hundertprozentig recht, Prinz. Wir sollten uns mehr darüber erzählen lassen. Da wurden irgendwelche bestialischen, stinkenden Zutaten an Bord des arenischen Titanschiffes gebracht. Der Gestank war so fürchterlich, dass er mir jetzt noch in der Nase liegt. Es wurden auch allerlei solche Sachen an Bord gebracht. Wundersame und eigenartige Delikatessen. Keine Ahnung, was sie damit anrichten wollen, aber es kann nichts Normales sein. Danke. Okay.
Ist hier unten noch wer? Ne, ich glaube nicht. Dann müssen wir jetzt in die Richtung weiter oben sind noch welche. Was geht bei dir ab? So, ja. Spannend. Dank der Lehrerin. Meinst du, das ist klar. Dann was über. Okay, interessant. Ich habe immer Hoffnung, dass die irgendwas Spannendes erzählen oder so. Aber meistens eher nicht. Gut. Ah, hier ist einer von Mora Adain. Sag mal, ist dir irgendwas Verdächtiges aufgefallen in dem ganzen Treiben und das Gipfeltreffen? Oh ja, mir ist definitiv etwas Eigenartiges aufgefallen. Da war diese riesengroße Holzkiste, die an Bord des Titanen-Schlachtschiffes gehievt wurde. Sie steht auch auf der Inventarliste. Darum denken alle meine Kollegen, da wird schon nichts dabei sein. Aber ich sehe das anders. Wofür braucht man so eine Riesenkiste? Da fragt man sich doch wirklich, was da wohl drin ist. Wahrscheinlich irgendeine von den Waffen, die sie hier quasi dann auf das Gipfeltreffen loslassen wollen. So. Keine Sorge, das athenische Titanenschlachtschiff ist extrem gut gepanzert. Vertrauenswürdig, genau. Scheinbar ja nicht, wenn da irgendwas geplant ist. So. Fionkas. Hi. Wenn du nach der verdächtigen Aktivitäten suchst, bist du bei der athenischen Armee aber an der falschen Adresse. Was tut Pirate. Mithra da? Musik macht auch irgendwelche komischen Bewegungen. Alles klar. Die Sonderwacheinheit Karak, die direkt seiner Majestät untersteht, wurde hier nach Indra gesandt. Diese Einheit besteht aus Elite-Soldaten, die seiner Majestät absolute Treue geschworen haben. Ja, stimmt, die Rüstung ist ein bisschen anders, oder? Die ist irgendwie. Ich weiß nicht, ob das vom Licht kommt, aber die sieht ein bisschen heller aus, oder? Ich glaube schon. Sollte hier in Indra tatsächlich etwas Verdächtiges vor sich gehen, dann also sicherlich bei den Urayanern. Bei denen weiß man nie, was sie gerade bedenken oder als nächstes planen. Ja, genau. Okay, interessant. So, Runatio. Was geht bei dir ab? Beim jetzigen politischen Klima kann jederzeit irgendwas Schlimmes passieren. Ich kann den Tag kaum erwarten, an dem dieses scheußliche Titanenschlachtschiff wieder abzieht. Der bloße Anblick dieses Schiffes ist ein Schandfleck für unsere schöne Stadt. Ja, wenn man so guckt. Alter, das ist riesig. Das sieht echt schrecklich aus. Ich bin mir sicher, alle aufrichtigen Bürger von Indra sehen das genauso. Können Mora Adain und Uraya nicht einfach ihre törichten Kriege beenden und sich dem Willen von Indra beugen? Ja, das wäre schön. Okay, jetzt sind scheinbar alle Gespräche noch unten. Ich gucke trotzdem auf die Karte, ob noch was oben ist. Nee, alles nur noch unten. Alles klar. Gut. Das freut mich. Dann müssen wir nur nach unten laufen. Oh boy, das ist echt alles interessant, was hier so jetzt so abgeht. Ich bin gespannt. So. Wo sind denn jetzt hier? Welche? Hier hinten war eine Truhe, oder? Nee. Ich dachte, da war irgendwas gewesen. So, da drüben sind scheinbar welche. Auf der Seite. Moment. Da unten ist einer direkt. Askal. Hallo. Ehrlich gesagt fällt mir hier so einiges auf. Um genau zu sein, mir stößt es auf. Ich bin Adainer und dennoch lebe ich unter dem Schutz von Indol. Und auch die Orianer und Gomotti hier kommen wunderbar miteinander aus. Aber diese Typen hier stehen da mit ihren Kriegswerkzeugen und funkeln sich gegenseitig an. Halb Ores muss alarmiert stramm stehen, nur weil da zwei, drei Nasen ein paar Worte miteinander wechseln. Das ist lächerlich, findet ihr nicht? Anstatt ihre Ressourcen für eine solche Farce zu verschwenden, sollten sie was gegen das Leid ihrer Völker tun. Es ist so frustrierend. Ich denke, die Herrscher dieser Nation können einiges vom Flüchtlingslager hier lernen. Aber das Flüchtlingslager ist ja auch nicht besser. Zumindest nicht besser erzogen, sage ich mal. Die Wachen und alle, die sich um das Flüchtlingslager kümmern, könnten ja mal den Leuten verklickern, dass nicht alle Plates zum Beispiel böse sind. Aber egal. So, aber ich meine, ja, eigentlich im Prinzip ist Indol sehr gut aufgebaut, sage ich mal. Die kümmern sich alle hier gut und so, aber ja, trotzdem. So, das hatte ich gerade schon gehört, das war eine Mücke. Die muss ich gerade kurz erschlagen, weil ansonsten geht alles den Bach runter. So, da war so ein Noppon, der hat gefragt, wo bei uns giftige Substanzen gelagert werden. Ja, ist alles normal!
Ich habe ihr natürlich gesagt, dass es sowas hier nicht gibt. Da ist er dann schließlich wieder gegangen. Aber ich habe gehört, dass er auch andernorts umgefragt hat. What the fuck? Ich würde, wenn ich hier irgendwie einen Mordanschlag plane, auch einfach random durch die Stadt gehen. Ja, guten Tag, Herr Wache. Weil die sind ja wahrscheinlich so die innere Wachen, sag ich mal. So, ja, das ist wahr. Ja. Ich meine, ich würde so als Noppern auch einfach random die innere Leute halt fragen. Ja, wo werden eigentlich bei euch so giftige Substanzen gelagert? Ich würde die mal ausleihen. Nein, ich will keinen Mordanschlag begehen. Nein, wie kommt ihr denn darauf? Tja, vielleicht hegen die Ardainer dubiose Absichten. Wundern würde es mich nicht. Aber ich kann ja versichern, dass wir Orianer nichts im Schilde führen. Königin Raquara steht zu ihrem Wort. Und wir vertrauen unserer Königin. Wenn sie eine Waffenruhe befiehlt, dann legen wir die Waffen nieder. Von daher gibt es keinen Anlass zur Sorge. Okay. Umgekehrt würde ich allerdings auch bis zum Tode gegen die Ardainer kämpfen, wenn sie es befiehlt. Er tut gut daran, dies nicht zu vergessen. Ja, aber ich muss sagen... Also die Königin, die kam mir halt im letzten Part. Oh, was der letzte Part? Egal, wo halt dieses Gipfeltreffen war, sag ich mal. Wo als erste Gipfeltreffen war. Weil das wurde ja schon als Gipfel bezeichnet damals. Wo schon der Prätor mit den ganzen Leuten geredet hat. Da kam mir die Königin so ein bisschen hitzig vor, muss ich sagen. Also, das ist ja nicht das richtige Wort, aber sie kam mir halt so... Ja... Sie wusste halt nicht, was eigentlich wirklich abgeht. Das halt eigentlich gar nicht, aus auch Nira, okay? Das eigentlich gar nicht, ja, die Ardainer schuld daran sind, was passiert ist. Das wissen halt eigentlich nur wir. Und der Kaiser, ich weiß den Namen, by the way, immer noch nicht, aber ist mir egal. Also, Moraks Bruder, der kam mir halt sehr, ja, der kommt mir auch sehr bedacht vor, einfach, muss ich momentan so sagen. Na klar, werden wir sehen. Das Gipfeltreffen wird hier an Bord des Titanenschlachtschiffes, okay, abgehalten. Dann ist Bannan wahrscheinlich da auch irgendwo drauf und wartet da, seine Waffe loszulassen, die in der Holzkiste sein wird, denke ich mal. So. Alles klar. Da bin ich mal gespannt, was da stimmt. So, wo muss ich jetzt hin? Zu Morag oder wo muss ich hin? Da kann ich mich hinporten. So. Ich bin mal gespannt. And we're here. Oder was haben wir gesagt? Das ist seltsam ausgesprochen. Muss ich auch übernachten oder was? Wir haben jetzt eine ganze Menge Infos gesammelt. Ja, und eine Menge davon war totaler Quatsch. Aber es gab auch Gerüchte, an dem was dran sein könnte. Dann sollten wir die ganzen Infos mal sortieren. Oh, spielen wir jetzt Detektiv? Ich liebe Detektivspiele. Zunächst mal Grundfrage erklären. Wer plant dreistgastigen Angriff auf Gipfeltreffen? Wissen wir doch schon, es ist Ex-Oberpon Banner. Meister Pon schon vergessen. No, Tora ist kein Dummkopf. Natürlich nicht vergessen. Ist ein traditioneller Ablauf für Detektivarbeit. Erst grundsätzliche Infos auflisten. Kluge Schlussfolgerungen und finden und antworten deine Arbeit von Rex. Schön, dass mich mal wieder keiner fragt. Befassen wir uns also mit der nächsten Prämisse. Wo wird das Gipfeltreffen abgehalten? Ah. Immer dänische Titanenschlachtschiff. So. Richtig. Wir wissen auch, dass Banner ein Attentat plant. Die nächste Frage wäre dann wohl, wie er es verüben will. So. Wahrscheinlich alle vergiften. Es könnte sein, dass er die Leute alle vergiften will. Gut möglich, das Schiff ist gepanzert und bewacht wie sonst was. Da bleibt ja fast nur noch Gift. Aber was hat sie mit der Waffe in der Holzkiste? Also wahrscheinlich Holzkiste auf sich. Er könnte also echt versuchen, das Essen zu vergiften oder so. Dann würde sich als nächstes die Frage stellen, wann und wo das Gift zugeführt werden soll. Das wurde nicht genau gesagt, oder? Ich würde eher Trinkwasser sagen. Vielleicht will er sich reinschleichen und das Trinkwasser auf der Konferenz vergiften. Wurde nicht gesagt, es würden nur vertrauenswürdige Individuen in die Räumlichkeiten zugelassen. Wenn es nur darum geht, das Wasser zu vergiften, ließe sich das ja vielleicht vorher erledigen, oder?
Also ich würde das Wasser bei so einer Konferenz gar nicht erst anrühren. Man kann nie vorsichtig genug sein, ich auch nicht, wenn man vom Fremden umgeben ist. Okay, dann würde ich bestimmt nicht teilnehmen. Aber es gibt nicht noch irgendeinen Ansatz, der noch wahrscheinlicher wäre als der hier. Ja, wahrscheinlich das Hauptgericht. Es muss das Hauptgericht auf der Konferenz sein, bestimmt wäre es vergiften. Da sagst du was, ich kann mir kaum vorstellen, dass die feinen Damen und Herren ihr eigenes Essen zubereiten. Ich würde Morag und Pritchard ja schon gerne mal beim Kochen zusehen. Irgendjemand hatte auch erwähnt, dass eine, haben sie ja schon mal in einer Zeitquest, eine Menge seltsamer Zutaten an Bord gebracht wurden, oder? Ich erinnere mich. Dubiose Riesenkiste war auch dabei. Ja, okay, ich dachte ja, dass da die Waffe drin ist. Ob diese stark riechen... Ach so, stimmt, das habe ich mir voll vergessen, die Zutaten, stimmt. Ob diese stark riechenden Zutaten dazu gedacht waren, den Geschmack und Geruch von Gift zu überdecken? Bingo, das klingt verdammt logisch. Dann bleibt also nur noch die Frage, wer das Gift zum Essen hinzufügen wird. So, die Flüchtlinge, die Truthahns. Ja, die Truthahns wahrscheinlich. So, Peter Banner hat schon mal Truthahns Zweck entfremdet. Hat für Herstellung von künstlichen Klingen eingespannt, ja. Es sehe ihm auch ähnlich, da ein Truthahn sicherlich preisgünstiger als ein professioneller Assassine wäre. Ist ja alles schön und gut, aber denkt ihr im Ernst, Truthahns haben auch nur die geringste Ahnung von Kochen? Ja, das würde mich allerdings auch wundern. Ich habe das Gefühl, wir drehen uns langsam nur noch im Kreis. Wenn wir schon wissen, dass irgendwer das Essen vergiften wird, sollten wir direkt zum Schlachtschiff gehen. Stimmt, so oder so sollten wir uns beeilen, wenn wir das Attentat stoppen wollen. Dann steht Plan. Alle Freunde, husch zu, husch zur Mammfalle von Titanenschlachtschiff. Toro hat gesprochen. Mammfalle. Okay, das war ganz nett. Ein bisschen Detektiv spielen quasi. So. Gut. Ich würde aber eher sagen, dass wir dann im nächsten Part erst zum Schlachtschiff gehen. Wir gucken schon mal kurz so ein bisschen davor, dass wir halt nicht die Cutscene figuren oder so. Weil ich glaube, der Part ist schon relativ lang. Naja, im nächsten Part geht es dann hier vor dem Titanenschlachtschiff weiter. Ich bin sehr gespannt, was dann hier abgehen wird. Bis dann, ciao. Euer V-Road, tschüss.